Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt erwarten Sie wahrscheinlich eine Fastenrede und ich muss Sie gleich enttäuschen, denn was ich Ihnen anbieten kann, ist bestenfalls ein Gespräch und auch das ist schon beinahe eine Täuschung, denn ein Gespräch hieße ja, dass Sie direkt reagieren, antworten können und das können Sie ja erst einmal nicht und dennoch glaube ich, es ist besser, ein Gespräch zu führen zu dem Thema, das uns heute angeht. Wir brauchen einen neuen Johann Gregor Breuer. Nein, wir brauchen eigentlich eine Armee von Breuers. Nein, eine Friedensarmee von Breuers brauchen wir. Für den äußeren wie den inneren Frieden und ganz besonders nicht zuletzt in dieser Zeit, für den gesellschaftlichen Frieden. Das ist der Kern des Gespräches, das ich mit Ihnen führen möchte. Wir brauchen diesen Johann Gregor Breuer heutzutage dringender denn je. Und wir brauchen ihn in einer Zeit, die schon seit fast einem Jahr geprägt ist vom Fasten. Vom sozialen Fasten, in der sehr, sehr viele Menschen auf soziale Kontakte verzichten mussten, in der der Ausnahmezustand die Regel geworden ist und wir gar nicht sagen können, wer unter Isolation und Vernachlässigung und mangelndem Kontakt leidet. Gerade in dieser Zeit brauchen wir Johann Gregor Breuer. Und wie ich das sage, sage ich das radikal subjektiv aus eigener Betroffenheit. Und das ist heutzutage schwierig angesichts der ganzen Debatten, die wir gegenwärtig erleben über Identitätspolitik, über Diskriminierung, über Rassismus, über Betroffenheit. Meine Betroffenheit ist zunächst eine ganz mittelbare. Denn die Fragen, die sozialen Fragen, die Breuer umtrieben, die betreffen mich persönlich im Grunde sehr wenig. Mich trifft nicht Armut, nicht Isolation, nicht unerträgliche Arbeitsverhältnisse, nicht der Mangel an Betreuung, an Beratung, all das betrifft mich nicht. Aber tagtäglich spüre ich, wie drängend diese Fragen sind. Und noch aus einem ganz anderen Grund betrifft es mich. Denn geboren wurde ich nirgendwo anders als im Krankenhaus St. Josef, dem legendären Wuppertaler Kapellchen. Und ich hätte dort gar nicht geboren werden können, gäbe es nicht Breuer. Denn er hat damals mit der Gesellschaft Parlament die Grundlagen gelegt und letztlich die Gründung dieses Krankenhauses auf den Weg gebracht. Ohne ihn gäbe es nicht das Krankenhaus, in dem ich begleitet von katholischen Schwestern geboren wurde. Und ohne Breuer gäbe es mutmaßlich auch nicht die Kirche, in der ich in der Grundschule jeden Mittwoch betete und kniete, St. Suidbertus, denn er hat auch mit seinem Engagement für Kirchbauvereine zur Gründung dieser Gemeinde und zur Ermöglichung dieser Kirche wesentlich beigetragen. Und die Betroffenheit geht noch weiter. Nahezu täglich, wenn ich in Wuppertal bin und zu meinem Büro gehe, komme ich vorbei am Johann Gregor Breuer Saal. Noch ist er ja da. Und ich sehe dieses Schild, das wahrlich nicht beansprucht, in irgendeiner Weise schön zu sein, aber das den großen Vorteil hat, dass jeder es kennt und erkennt. Gegenüber vom ehemaligen Fuhlrott-Museum, heute der Volkshochschule. Und noch in anderer Hinsicht prägt eben jener Johann Gregor Breuer meinen Weg. Denn ich beneide ihn fast schon für seine stupende Fähigkeit, Netzwerke zu knüpfen. Denn so wichtig das ist, Netzwerke aufzubauen, so unverzichtbar auch für meinen Alltag, so sehr finde ich es manchmal belastend und fast schon unmöglich. Und wer sich in parteipolitischen Kontexten bewegt, weiß, wie schwer erträglich es teilweise ist und wie sehr man unter Netzwerk und Seilschaften auch leidet. Und dennoch war er derjenige, der vielleicht wie kein anderer in Wuppertal und weit darüber hinaus gezeigt hat, dass Gesellschaft und Gemeinschaft nur über Netze und Netzwerke funktionieren.
eben dieser Johann Gregor Breuer. Und er soll einmal gesagt haben, ich zitiere, kannst du was Gutes tun, so unterlass es nicht. So viel du nur vermagst, so viel ist deine Pflicht. Das mutet fast schon preußisch an, aber das war auch zutiefst bergisch und das passte genau ins Elberfeld, aber letztlich auch ins Barm, als die beiden Keimzellen im Tal der Wupper, aus denen dann letztlich Wuppertal wurde. Aber ich darf noch etwas anderes zitieren. Compassion ist die Befähigung, mitzuleiden. Die Fähigkeit, barmherzig zu sein, ein Herz für den anderen zu haben. Die Menschlichkeit braucht zuletzt immer den Einzelnen. Aber die Gemeinschaft kann die organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen, menschlich zu sein und den Schwachen zu schützen. Das könnte auch von Breuer sein, auch wenn die Sprache nicht genau ins 19. Jahrhundert passt, aber es ist von Willy Brandt. Und jetzt werden Sie sagen, auch wenn Sie jetzt nicht direkt antworten können, typisch Folklore eines Parteipolitikers, wenn nichts mehr geht, kommt er mit Willy Brandt. Aber ich komme aus gutem Grund mit Willy Brandt. Denn diese Worte, die mutmaßlich Habrecht, damals Willy Brandt, in eine legendäre Rede geschrieben hat, die passen ausgesprochen gut zu Breuer. Denn sein ganzes Leben an und über viele Jahre hat er nichts anderes getan, als eben dies ins Werk zu setzen, organisatorische und wirtschaftliche Voraussetzungen zu schaffen für eine menschlichere Gesellschaft und auch den Schwachen zu schützen. Und er hat es auch gewagt, barmherzig zu sein. Und ich betone das deswegen, weil wir uns heute im Sozialstaat oft schwer damit tun. Weil wir in dem ganzen Ring um Bedarfe vergessen haben, dass Menschen auch Bedürfnisse haben. Und dass wir, so berechtigt wir, täglich streiten um Höhe von Transferleistungen, um Beiträge, um bestimmte Formen Sozialstaat rechtlich umzusetzen, so vergessen wir allzu leicht, dass Menschen Bedürfnisse haben. Dass es eben nicht nur darauf ankommt, technokratisch den Sozialstaat umzusetzen und zu klären, wie hoch welcher Betrag ist, welche Leistungen noch notwendig sind. Alles wichtig, alles notwendig. Aber der Mensch sehnt sich auch nach Gemeinschaft. Und kein Sozialstaat, keine Gesellschaft funktioniert ohne Gemeinschaft. Und Breuer war genau das. Er war ein Handwerker im Bau von Gemeinschaften. Und so virtuos, wie er das machte, wurde er zum Künstler. Kein anderer, denke ich, hat in dieser Zahl Vereine und Gemeinschaften gegründet. Und das nicht irgendwie, sondern mit klarem Ziel. Ganz früh schon war das ein Arme-Knaben-Verein. Es war ein Arm- und Krankenverein, ein Mädchenverein, ein Jungfrauenverein, ein Frauen- und Mütterverein, der Gesellenverein, der letztlich die Basis des legendären und berühmten Kolpingwerdes wurde. Dann auch noch ein Spar- und Darlehensverein. Sie sehen auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Er gründete auch einen Kirchengesangsverein unter dem Titel Cecilia. Und vieles, vieles andere geht auf ihn zurück. Und am Ende war es in dieser Linie eines Mädchenvereins, eines Jungfrauenvereins, eines Vereins für Frauen und Mütter, auch ein katholisches Erziehungshaus an der Mürke, das sich derer annahm, die vergessen wurden von der Gesellschaft, nämlich der Frauen, gerade auch der Dienstmädchen und der Mägde, die Missbrauch erlebten durch ihre Dienstherren. Und nie wurde das wirklich erhoben, die Kinder auf die Welt brachten und die keinen hatten, der sich um sie kümmerte. Breuer schon. Und Breuer baute eben solche organisatorischen Voraussetzungen, solche Strukturen, um eben diesen Frauen Schutz zu liefern. Heutzutage rufen wir oft nach Systemveränderung. Wir wollen gern Systemsprenger sein und es gibt Grund genug, das zu fordern. So drängend und schwer und gravierend sind die Probleme.
Aber Breuer zeigte uns, dass vielleicht die größte Form der Systemsprengung die der Reform ist. Und das machte er kleinteilig, durch Gründung von Vereinen, dadurch, dass er als Lehrer tagsüber sich um Mädchen aus besten Verhältnissen kümmerte und ihnen half, Bildung mitzubekommen, aber auch Unterstützung im Glauben, Fähigkeit, ein Leben zu führen, auch sich eine Meinung zu bilden und abends Bildung anzubieten für Kranke, für Arme oder auch für Menschen, die keine Chance hatten auf herkömmliche schulische Bildung. Und das war auch das Prinzip, schulische Bildung, Moralbildung, aber auch Schule fürs Leben, die er zur Grundlage machte für seine Vereine. Für Gesellen, für Männer, die durch das Land zogen, die oft halt- und orientierungslos waren, aber eben auch für Frauen. Auch da war er schon weit seiner Zeit voraus, dass er eben an beide Geschlechter dachte. Und insbesondere diejenigen in unsicheren sozialen Verhältnissen in den Mittelpunkt seines Handelns stellte. Es war aber eben nicht nur, und das war schon genug, Vereinsgründung. Es war auch die Forderung nach anderer Gesetzgebung und nach politischen Maßnahmen. 1871, es war die Generalversammlung der katholischen Vereine, so etwas wie der Vorgänger des Kirchentages. Dort wurde er gewählt zum zweiten Vorsitzenden der Sektion für soziale Fragen. Und was waren seine Forderungen? Seine Forderung war Abschaffung des Schulgeldes, Begrenzung des Arbeitstages auf 10 Stunden, Verbot der harten Arbeit in der Industrie für Frauen, Schaffung von Fortbildungsvereinen für Jungen und Mädchen. All dies höchst aktuelle Fragen. In Teilen der Welt könnte man diese Forderung 1:1 stellen und müsste feststellen, dass sie längst nicht erfüllt sind. Und auch mit einigen Modifikationen sind sie ausgesprochen aktuell in diesem Land heutzutage. Was ist mit der Gleichberechtigung der Geschlechter? Wir haben sie immer noch nicht erreicht. Und es gibt neue Formen prekärer Beschäftigung. Was ist mit all denen, teilweise angestellt, teilweise abhängig beschäftigt, die nicht wissen, wie sie im Alter leben sollen, die keine funktionierende Krankenversicherung haben, die in völliger Unsicherheit leben, nicht mehr allein in der Industrie, aber in dem ganzen riesigen Sektor von Dienstleistungen, ist das heutzutage der Fall und sind die Fragen und die Antworten, die Breuer gegeben hat, höchst aktuell. Und diese Form der Gemeinschaft, ohne die Gesellschaft nicht funktioniert, bräuchten eben all diejenigen, die langzeitarbeitslos sind. Und es werden mutmaßlich durch die Digitalisierung nicht weniger werden, sondern eher mehr. Es brauchen diejenigen, die ich eben beschrieb, in prekären Verhältnissen. Aber was ist mit den vielen Geflüchteten, die jetzt in unserem Land leben und die zum Teil noch keine berufliche Perspektive haben? Auch sie bräuchten heutzutage einen Breuer dringender denn je. Und was ist mit denjenigen, die ich in Hanau treffen durfte, die ihre Angehörigen verloren haben durch einen grausamen, mörderischen, rassistischen Anschlag, die Halt suchen, aber Halt nicht finden und die eigentlich nur eins wollen, Aufklärung, aber auch Unterstützung und Anerkennung als gleichwertige Teile unserer Gesellschaft. Auch sie dürsten nach solchen Formen von Gemeinschaft, die ihnen offensichtlich, und das ist unser Versagen, die deutsche Gesellschaft bis zum heutigen Tag nicht gegeben hat. All denjenigen muss ich sagen, wir brauchen für uns und für euch einen neuen Breuer, einen neuen Johann Gregor Breuer, der mit seiner Klugheit und mit seiner Nüchternheit der Analyse, mit der Idee, politische Forderungen aufzustellen, aber auch Bildung in das Zentrum zu stellen, und zwar nicht nur Bildung ausgerichtet auf Effizienz und auf Berufe, sondern auch moralische Bildung und Stärkung in emotionalen Nöten und moralische Bildung, vor allem aber auch Bildung im Sinne Schule des Lebens. So ein Breuer wäre eine notwendige Antwort auf die brennenden Sorgen und brennenden Fragen unserer Zeit.
vor Corona, nach Corona und während Corona. Denn wenn ich vorhin darüber sprach, dass Breuer forderte, dass wir, wenn wir es nur können, Gutes tun müssen, dass das geradezu unsere Pflicht ist. Und wenn ich sagte mit den Worten von Brandt, dass wir eben die organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen müssen, menschlicher zu sein und die Schwachen zu schützen. Und vor dieser Aufgabe können und dürfen wir uns nicht drücken, aber wir tun es tagtäglich. Wenn das so ist, dann gilt das erst recht in den Zeiten der Pandemie, wo diejenigen, die unter Armut leiden und unter Mangel an sozialen Kontakten und unter all diesen Nöten noch viel mehr betroffen sind. Gerade in dieser Zeit sehen sie sich nach Umarmung und genau diese können wir nicht bieten, aber wir müssen es. Mit sozialer Distanz, aber irgendwann auch wieder ganz praktisch. Und eine Form der Umarmung ist die Gemeinschaft. Wahrscheinlich ist sie die allerstärkste Form, damit diejenigen, die Gemeinschaft nicht erleben, wissen, dass das, was sie denken, was sie fühlen, was sie glauben, was sie hoffen oder gar nicht mehr zu hoffen glauben, dass das zählt und dass es andere gibt, die sie ernst nehmen und überhaupt wahrnehmen. Und genau das hat Breuer getan. Er hat im 19. Jahrhundert durch die Gründung von Vereinen, dadurch, dass er nicht weggeschaut hat, was das Schicksal von Mädchen, von jungen Frauen, von jungen Männern, von Frauen und Müttern, von Vätern betraf, er hat durch Strukturen Umarmung organisiert. Und er hat die Menschen mit diesen Strukturen, mit diesen Vereinen, mit seinem tagtäglichen Arbeiten von morgens bis in die Nacht hinein umarmt und das geleistet, was die Politik zum Teil nicht zu leisten imstande war oder auch nicht leisten wollte, nämlich Gemeinschaft gestiftet. Daher denke ich, und das ist nur der Anfang unseres Gespräches, das wir jetzt gleich hoffentlich wirklich führen können, dass wir, wenn wir groß schreien und rufen nach Veränderung, nicht einfach bei dem Rufen bleiben und bei dem Willen, dass wir ein anderes System brauchen und in der Forderung, dass Gerechtigkeit einziehen muss, sondern dass wir uns in die Mühen der Ebene begeben und dass wir lernen von Breuer, dass wir Handwerker des Zusammenlebens sein müssen und Gemeinschaft und Stiftung von Gemeinschaft Arbeit fordert und konkrete Organisation. Daher lassen Sie uns beginnen und lassen Sie uns vielleicht in den Spuren von Breuer gehen und dazu beitragen, dass es künftig eine Armee, nein, eine Friedensarmee von Johann Gregor Breuers gibt, heute, an diesem Tag und in der Zukunft, in diesem Land und in dieser Stadt.